kommst doch morgen, oder? Ja, freilich. Es gibt doch was umsonst. Gott sei Dank habe ich nur einmal im Jahr Geburtstag. Da kannst du nur Kollegen einladen? Fast nur. Der Kreis gehört abgesagt. Fährst du heute noch raus? Kein. Bei dem Wetter? Nein. Morgen in der Früh. Und den Schrammel nehme ich gleich mit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Du bist das? Autoversicherung? Nein, der Heller. André? Nein, der andere. Von den Straßen von San Francisco. Offizielle US-Delegation verhandelt in Hamburg. Seid ihr vielleicht schon beim Essen? Nein, ich bin ja beim Kochen. Außerdem, die Sissi ist halt gar nicht da. Was kocht denn? Verschiertes! Suppe. Ciao, alles fertig hergerichtet. Wir können nach dem Essen gleich fahren. Na, heute fahren wir nicht mehr. Erst morgen in der Früh. Hast du gesagt, dass du heute schon in den Garten fahren willst? Bei dem Wetter? Mir ist das nur recht. Bei der könnten in den Garten fahren, finde ich eh blöd. Ich habe Geburtstag morgen. Was? Bis jetzt haben wir noch jeden Geburtstag unten im Garten gefeiert. Wie gescheit finde ich das trotzdem nicht. Wann es in Kraft treten soll und ob. Das ist hier in einem Brief von Hugo Freitag. Servus Bundesheer. Servus Bundesbahn. Schmuckst du was? Ja. Die Sissi ist drin. Fast zwei Stunden. Ja. Die fliegt auf den Flieger. Servus. Wegen mir muss nicht aufstehen. Ist schon lang geworden? Nein. Na ja, ich hab Übungsflüge gemacht. Wo können wir denn heute? Zu mir. Das heißt ins Haus für meine Eltern. Die Siedlung? Mhm. In die Eidsburg? Ich war heute Nachmittag schon dort. Und? Ich hab eingeheizt. Sehr gut. Willst du was trinken? Nein, weiter nicht. Das hat bei mir überhaupt keinen Sinn. Was? Servus. Servus, Bundesbahn. Servus. Wo ist denn die Sissi? Die ist am Nachmittag schon rausgefahren. Die Schweizerin. Was? Die ist im Garten? Allein? Ja, willst du nachfahren? Deine Tochter ist 22. Das sagt gar nichts. Immerhin ist unser Haus am Rand der Siedlung. Ist es so schlecht, wenn wir einmal allein zu Hause sind? Also unmittelbar nach Annemarie Moser-Fröll fährt. Nun sehen wir aber Marlies Oberholzer. Sie hat bereits einige beachtliche Abfahrtsergebnisse erreicht. Für einen absoluten Spitzenrang kommt sie jedoch noch in Frage. Auch sie verwendet wie zur Brickengang. Kochen muss ich sie schon. Aber bei der Zwischenzeit hat sie bereits. Du und deine Eltern kommen halt nicht mehr? Nein, sie bis jetzt nicht gekommen sind. Ist fast eine Polizistensiedlung da. Etliche Kollegen vom Papa haben Häuser heraus. Du willst nicht mehr? Naja, bei so viel Polizei in der Nachbarschaft. Magst du vielleicht wegen der Erna nicht mehr? Weg komplett. Wie ist jetzt mit der Erna? Du bist ja mit ihr verlobt. Erna kommt erst morgen. Ja. Am Wochenende bist du verlobt, am Freitag bin ich dran und unter der Woche. Das hast du alles von Anfang an gewusst. Aber die Erna weiß nichts. Wenn du es nicht sagst, das wird immer noch wieder ein Eis kosten. Trotzdem lieber da. Du gehst jetzt immer vom Wirtshaus, hätte ich mich bald nicht mehr traut. So kalt ist du gar nicht. Ich bin keine Wärmeflaschen. Nicht? Ich bin Flieger. Willst nicht landen? Morgen. Morgen, Inspektor. Inspektor gibt's keinen, am Wochenende schon gar nichts. Eine Kiste Bier hätte ich gern. Lag oder Spezial? Spezial. Spezial. Ja, ich hab's. So, der Geburtstag ist wieder. Richtig. Da kriegst du von mir aber auch das obligate Stamperl. Oh. Wollen Sie einen? Jetzt haben Sie mich überredet. Also. Prost. Prost. Ah, ja. Ah ja, einen Wein brauche ich auch noch. Drei Doppler Weiß, bitte. Mhm. Und was macht das zusammen? Die Spezi macht 120, der Wein 180, 300 pro Dose. 300, runde Summe. Der Erich tragt denen die Sachen schon zum Wagen. Na danke, das kann ich nötig. Nein, ich schaff das schon, Erich. Was? Was? Ja. Irgendwas auf. Was heißt denn das? Das?
ist die Kundschaft, die bei mir unerwünscht ist. Also originell. Aber viele von den Jungen schauen doch heute so aus. Na eben. Nichts arbeiten, verwahrlost und Rauschgift den ganzen Tag. Die kennen doch zur Arbeit zwungen. Also, ich meine so wie früher. Also bitte, das habe ich nicht gesagt. Also dann, Herr Littler. Also Sie sind einer. Wiederschauen, Herr Inspektor. War das einer von den Polizisten aus Wien? Ja. Sisi, mach auf, wir sind's. Da wird doch nichts passiert sein. Ja, was soll denn passiert sein? Sie sperrt doch sonst nie ab. Außerdem ist unser Haus schließlich am Rand von der Siedlung. Ja, dann ist es in Ordnung, dass er absperrt. Sisi! Er ist schlecht! Wo ist denn der Schlüssel? Da unten im Handschuh. Was man nicht im Hirn hat, hat man in die Fiers. Du kannst da bleiben. Ich habe stets einen Schlüssel bei mir. Ist. Ist das Licht ab mitten in der Nacht? 10 ist in der Früh. Gehst halt nicht immer so spät ins Bett. 10 ist? Na ja, vorbei. Brauchst du jetzt 2 Gläser zum Trinken? 2 Gläser? Sag mal, du stellst Fragen. Fällt dir gar nichts auf. Na? Besuch hat sie gehabt, nicht? Wenn du alles so genau weißt. Meine Batschen, die stehen auch nicht auf ihrem Platz. Hier, bitte, bitte. Meine Haarbürste mitten auf dem Esstisch. Ja. Und meine Haare sind das auch nicht. Bravo, Sherry Cotton. Der Besuch ist sogar noch im Haus. Na, schau mal in den Kasten. Deine blöden Witz, die kannst du. Kannst du wirklich sparen. Also das eine sage ich dir, das war das erste und letzte Mal, dass du in meinem Haus Besuch gehabt hast. In meinem Haus nicht. Ha, verstehst? Ich bin alt genug. So alt kannst du gar nicht werden, dass ich meine Erlaubnis zu. Verstehst, nicht? So, und jetzt stehst du auf! Dist! Hoch soll er reden! Hoch soll er reden! Mensch, bei der Gertrude dreht er ihren Fall. Nicht ständig nur auf die Jugoslawen ausgewiesen werden. So unlogisch war das gar nicht. Nein, unlogisch war es nicht, aber falsch. Auf jeden Fall habe ich dich jetzt wieder am Hals, das steht fest. Das gibt's mir. Ja. Aber wenn du so weitergemacht hättest, wärst du jetzt wahrscheinlich schon wieder im Verkehrsdienst. Siehst, da brauchst du keine Angst haben, dich brauchen sie da nicht. Höchstens als Straßensperre. Der Witzig, gell? Tja, meine Herrschaften, das war das letzte Bier. Ah. Werner, da holen wir uns. Ich werde doch nicht zum Geburtstagsbier selber holen. Warum denn nicht? Ich trinke es ja, ne? Nein. Na, gehen wir. Ja. Da gibt es ein Bier vom selben. Ja, aber jetzt genügt ein einfaches Bier. Fällt eh keiner mehr auf, der Unterschied. Geburtstagsfeier ist ganz lustig. Wir feiern ja auch am Geburtstag. Ja? Na, wer hat denn hier außer mir noch Geburtstag? Ich morgen. Oh, da gratuliere ich natürlich. Lass uns bleiben, ist keiner neugierig drauf. Was regen Sie denn auf? Ein Küsschen in der. Ich regen mich aber auf. Und jetzt verschwinde. Jetzt reicht's aber. Weißt du überhaupt, wer das ist? Sicher. Na, von den Kiewer aus Wien. Aber bei uns ist er auch niemand. Gar niemand. So, das ist aber die falsche Richtung. Es kommt drauf an, wo man hin will. Wo bist du? Zu dir nicht. Du, er geht ja immer zu mir. Warum denn jetzt auf einmal nicht? Stell dir nicht so dumm, du weißt genau, was los ist. Ja, nix. Gar nichts weiß ich. Aber ich weiß, wo du gestern in der Nacht gewesen bist. Wahrscheinlich jeden Freitag bist. Du, von wem willst du denn das wissen? Das geht dir gar nichts an. Du, der hat sicher wer was Falsches erzählt. Bestimmt nicht. Müssen wir jetzt vielleicht sagen, dass du nicht bei der Polizisten Flitschen aus Wien gewesen bist. Du glaubst mir nicht? Na. Erna! Erna! Wart doch! Lass mich endlich in Frieden. Zwecklos und lass mir nur so lange nachrennst. Ich möchte nur wissen, was du wirklich hast. Für wie deppert hältst du mit den anderen von deinen Freundinnen? Mit deiner hinnigen Uniform kannst du mir nimmer mehr imponieren. Aber wir sind verlobt gewesen. Du, bleib da! Blöde Kuh, blöde. So blöde. Alles war
Noch eine Strophe. Können Sie den Text? Höchste Zeit, dass ihr mit dem Bier kommt. Na, und? Sind wir noch an Hunger? Hm? Nein, ich wäre noch beim Lagerfeuer geblieben, aber. Ich will nicht schuld sein, wenn du verhungerst. Vielleicht ist noch was da. Mhm. Man sieht's, dass du 45 bist. Wieso? Der Kopf wächst dir durch die Haare. Mhm. Bravo. Einmal nicht zu heiß. Servus, Bundesheer. Servus, Bundesheer. Na, ist das Bundesheer heute nicht zum Schuss gekommen? Der Herrn ist mir weg heute. Wo warst du denn dann so lang? Ich hab's dann doch gesucht. Bei ihr daheim war er auch. Da ist er aber nicht. War's noch mal da? Nein. Du liegst ja. War der Herr noch mal da? Hm? Da Herrin nicht. Dein Ruf als Bundesheer Casanova ist auf jeden Fall beim Teufel. Ja. Wenn er mir eine anhört. Rufen Sie die anderen bald auch. Kannst nicht aufhören? Ich will nicht aufhören. Jetzt halt endlich die Papen. Sonst bist du das wirklich. Was? Kenn ich tot. Wirtshaus! 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 Ein Flaschen Cognac. Ich stelle mir uns jetzt ins Hirn. Wie spät ist jetzt? Elf vorbei. In ein paar Minuten ist 12. Ich komm eh gleich. Hast du gesagt? Da war es noch hell. Soll ich dir sagen, was du bist? So kommen Sie nach. Was gibt's denn? Was ist? Nix. Der Polizist aus Wien ist mir offen. Jetzt, nach so vielen Stunden fällt dir der ein. Wenn du so einen offenen Arm und schöne Augen machst, kannst du dich schleifen. Wie reizt's denn? Bist du jetzt eine Prinzessin? Was gefällt dir denn so an den Kotern? Aber nix. Nein, gefällt mir an ihm, dass er eine geregelte Stellung im Staatsdienst hat. Staatsdienst bin ich doch selber. Ja, aber als Gleisarbeiter bei der Eisenbahn. Wenigstens Kontrolleur wärst. Kontrolleur? Was ist denn schon ein Kontrolleur? Ein alter Schaffner. Außerdem bist du verheiratet. Das ist der Kotan sicher. Jetzt auch noch in Urlaub fahren. Was geht dort noch bei mir? Fahren wir in Urlaub. Das ganze Tag? Nach Jugoslawien? Ja, vielleicht. Ja, nach Jugoslawien. Da fährt heute schon jedes Arschloch. Wie redst denn? Na, schau dich doch an, so frisch bist du ja nimmer. Na, von deinen Bekannten bin ich immer noch die Jüngste. Bist du da sicher? Das weiß doch auch jeder, dass du was mit der Wirtin gehabt hast. Mit der Wirtin? Da haben wir ein paar was gehabt. Das ist ewig her. Ewig? Ich kann aber gehen. Geh damit, kein Blödsinn. Der Schremser macht's nicht mehr lang. Er probiert mitten im Winter sein Rasenmäher. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Es ist nicht nur Winter, es ist 8 Uhr früh. Da das Höchsttemperaturen werden zwischen 0 und 3 Grad liegen. Und in der Schweiz ebenfalls heiter bis wolkig. Willst du nach dem Mittagessen erst retour fahren? Sowieso. Kochen muss sie ihn schon. Herein, wenn es nicht die Polizei ist. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, Herr Kottern, wir haben ein totes Mädchen in der Au. Mädchen? Eine junge Frau, wahrscheinlich am Mord. Ich wollte Sie fragen. Ja, ich mische mich da nicht ein. Dafür ist ausschließlich die niederösterreichische Mordkommission zuständig. Ich weiß, die ist auch schon verständigt. Der wird sich aber ein bisschen verspäten, weil schon um 15 angeblichen Selbstmord gerufen worden sind. Was soll ich da tun? Ich darf ja gar nichts tun. Ich kenne die Vorschriften.
Vielleicht können Sie uns helfen, den Tatort absichern. Jetzt sind zwar noch keine Leute dort, aber wenn sie das erst herumgesprochen hat. Naja, ich komme gleich. Es ist ganz in der Nähe. Der Herr Schremser will uns auch helfen. Natürlich, der Schremser lässt nichts aus. Können wir mitkommen? Ihr bleibt da. Wir sind Herren aus Wien, die helfen uns. Beim Warten? Beim Absichern vom Tatort. Herr, der Fundort einer Leiche ist nicht unbedingt der Tatort. Ja, da schaut es aber genauso aus, als ob es da passiert wäre. Können wir einen Blick drauf werfen? Bitte. Die kenne ich. Mir auch, sie heißt Erna Bär. Die kennt fast jeder. Die war gestern im Wirtshaus. Ich weiß auch noch, wie der Soldat ausgeschaut hat, der neben mir gesessen ist. Ich auch. Meine Tochter ist auch daneben gesessen. Wir können jedenfalls im Moment auch nicht weg. Sehr froh, dass wir Niederösterreich sind. Wieso? Das wäre kein Fall für dich. Wie meinst du das? Weit und breit kein Jugoslawe, der als Täter in Frage kommt. Was ist denn das? Ein Taschentuch. Da liegen eine Menge Sachen herum. Und der Inhalt der Handtaschen ist überall da verstreut. Ja, lass uns das liegen. Aber das ist ein Männertaschentuch. Schau gleich, wo ein Monogramm drauf ist. Nein, Monogramm ist keins drauf. Ja, schaut. Ja, doch, warte einen Augenblick. Da ist ein Monogramm drauf, AK. Was? Adolf Kottan? Ich geh jetzt Wirtshaus. Sollen wir mitkommen? Ich bleib da. Morgen, Herr... Inspektor gibt's schon. Morgen. Morgen. Sie wissen schon alles? Was alles? Wo ist denn Ihr Sohn? In der Kirche. Der ist jeden Sonntag in der Kirche. Der singt im Chor. In der Aue ist ein ermordetes Mädchen gefunden worden. Sie gestatten? Sie werden sie vielleicht kennen. Erna Bär heißt's. Die Erna? Ja. Ich bin sozusagen die Großtante. Allein ist weggegangen? Nein, mit Bösmüller Gerhard. Mit dem war sie verlobt. Ist das der Soldat, der neben mir gesessen ist? Ja, einer von den Flieger ist es. Aha. Na ja, dann schau noch mal schnell zum Flugplatz. Das brauchen Sie nicht. Der Bösmüller ist da. Wie? Da? Der schläft nicht, Mann. Hm. Der ist ihm nachher noch einmal gekommen, ist dann bis spät in der Nacht mit dem Peschiner. Das ist der Eisenbahner, zusammen gesessen. Ja, ich nehme ihn mit. Ja. Ja, dürfen Sie das? Ja, ich werde ihn recht höflich darum bitten. Was ist? Was sind noch? Stehen Sie auf, Herr Bösmüller. Schleicht's. Stehen Sie auf, Sie kommen mit. Das gibt's da überhaupt nicht. Wie schlecht. An Ihrer Stelle waren wir auch schlecht. Oh, bitte, nehmen Sie doch Platz da. Sollen wir ihn gescheit aufs Postenkommando bringen? Nein, ist nicht notwendig. Der rennt uns in der Verfassung nicht weg. Was heißt denn der Verfassung? Wer die verdächtigt? Ja. Eure Mordkommission kommt sowieso gleich. Komm, komm mal. Und wer von euch ist der Mörder? Also. Der Gemeindearzt ist schon da gewesen. Der Gemeindearzt hat mir festgestellt, dass das Opfer niedergeschlagen und dann gestochen worden ist. Wie lange die schon da liegt, hat er nicht sagen können. Er glaubt aber, dass die Tote schon die ganze Nacht da liegt. Die Identität? Ja, die steht schon fest. Das ist der Schrammel aus meiner Gruppe. Grüße. Wer hat denn die Ermordete gefunden? Ich hab sie gefunden. Ich hab nur wollen einen Rundgang machen, den ich jeden Sonntag mache. Wann war das? Um 7 ungefähr. Ja, einen Verdächtigen haben wir auch schon. Der da? Ja. Der Mann heißt Gerhard Bösmüller, als Zugsführer im Flieger heißt. Das ist der Verlobte von der Toten. Gewesen. Er ist gestern Abend mit ihr aus dem Wirtshaus da vorne weggegangen. Da ist sie das letzte Mal lebend gesehen worden. Da sind sie mit ihr hergegangen. Da ja nicht. Sie sind da vorne auf dem Weg gewesen. Vom Weg nicht runter. Der eine ist mir davon gegangen. Wieso? Haben sie mit was droht? Nein. Sie war angefressen von mir. Was glaubt hat, ich war von Freitag auf Samstag bei einer anderen. Sie haben also mit dem Mord nichts zu tun? Nein. Na gut. Wir werden dafür reden müssen, wir zwei. Bin ich verhaftet? So gut wie. Ist nichts gefunden worden, was dem Verdächtigen gehört? Ja, dieses Taschentuch da.
Das haben sie verloren, oder? Was machen denn da? Ich wohne da. So, ja. Sie wohnen da nicht. Ich weiß nämlich zufällig, wem die Villa da gehört. Na? Hm? Ich wohne da schon den dritten Winter da. Ja. Das ist noch nie jemandem aufgefallen. Ja. Aha. Was haben wir denn da? Ha? Was ist denn? Aha. Ich kenne Sie ja, Herr Hofrat. Aha, aha. Ja. Schauen Sie, ich freue mich jedes Jahr so auf Ihren Geburtstag. Ja, danke schön. Wieso? Weil jedes Mal nach Ihrem Festhof überbleibt. Den dritten Winter wohne ich schon da. Ja, ja. Die Besitzer kommen da nie raus im Winter. Nur die Polizei, haben sie einen Ausweis? Ja, wie weiß er, wie er heißt? Na schön, dann zeigen wir ihnen was. Da, Spurensicherung. Na komm, keine Geschichte. Herr Hofmann, ja, Herr Professor, kommen Sie nur. Da geht's mir. Ja, gehen wir, Komm her. Nein, ich war gestern immer in der Nähe vom Lagerfeuer. Das da ist in der Nähe vom Feuer. Da war ich nicht. Ist eigentlich eine Geldbörse von der Erna Bär gefunden worden. Ja. Ich habe nämlich eine gefunden, die könnte der Ermordeten gehört haben. Wo ist denn die her? Na, unser Freund, da hat es loswerden wollen. Also, was hast du gestern hier gemacht, bevor du die Brieftaschen geschnappt hast? Da war ich nicht. Jetzt ist Schluss mit dem Schmäh. Wie ich gestern vorbei war ja die Frau schon tot. Wie du vom Weg so abgekommen bist. So zielstrebig, hä? Wieso bist du gerade daher? Ich hab jemand wegrennen gehört. Wen? Aus der Siedlung war's niemand, weil die kenne ich ja alle, ne? Pack ja mein. Na komm her da. Eile da. Na was sagst? Jetzt hast du sogar zwei Verdächtige. Dann viel Vergnügen. Ja, wer uns ja fährt, wenn die Geschichte so unkompliziert war. Servus. Servus. Also der Sandbart, der Obdachlose ist sicher kein Mörder. Das glaube ich auch nicht. Obwohl, der bestimmt kein Alibi haben wird, genau wie der Bösmüller. Mir ist scheißegal, der Pilz macht das schon. Der ist tüchtig. Hm? Was ist? Hm? Ich glaube, der hat mit der Tür gehört. Wohnst du eigentlich schon da? Ich habe bei dir Hausverbot, ich trinke einen Kaffee. Du sitzt auf meinem Platz. Wollen Sie auch einen Kaffee? Ich mache ihn schon. Doktor mal, was würdet ihr dazu sagen, danke, wenn wir Dankeschön. Heute Nachmittag in die Sauna gehen und essen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nichts dagegen. Schmecken's? Wie kann man für Arbeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, sind sie ein bisschen zu trocken. Na, halt es halt ein bisschen in die Donau, vielleicht schmecken es dann besser. Kostete ein Kilo Weinstrauch. Dabei frisst er jetzt schon das fünfte. Siebte. Also mir schmecken es. Ich tät mich noch mehr beeilen. Zuerst hast du ein Licht gehabt. Ja, weil ich hab gehen wollen und ich hätte auch gehen sollen. Aus einer scheißlichen Nacht ist nix gewesen. Bin auf einmal nur ich schuld, ne? Ja, die meisten Männer haben keine Probleme mit mir. Ah, der Herr Inspektor aus Wien hat schon recht gehabt. Mit was? Klinisch tot. Gusch, ich geh jetzt. Ja, dann halt keine Reden, geh! Musst gestört sein, Punkt 12. Zum Mittagessen. Bei deiner Frau. Bei Frau war es aus dem Spül. Ja, hast recht, hast recht. Ist ja nur ein Trostpreis. Ach Gott, du bist wirklich eine lächerliche Figur. Bei mir nix. Daheim auch nix. Vielleicht musst du bei der Wirtin noch einen Stich. Ist ja noch deine letzte Hoffnung. Sind die zwei schon in die Sauna gefahren? Drüben beim Schremsen sind sie, packen die Sachen an und warten auf dich. Na. Was hast denn, Papa? Du fährst mir allein da nimmer raus. Ist das klar? Von mir aus? Was regst du denn auf einmal so auf? Früher habe ich nicht können. Mach mich doch vor meinen Kollegen nicht lächerlich. Von mir aber schon. Deine Freundin, die Erna, ist jedenfalls tot. Das war nicht meine Freundin. Und den bösen Müller, der es wahrscheinlich umgebracht hat, den kennst du auch. Der böse Müller. Ja, der Herr Bundesheerflieger. Und was gibt's da zum Lachen? Nie. Nie im Leben hat er die Erna umgebracht. Ist auch der Weihnachtsmann persönlich. So gut willst du den kennen? Nein. Sag ja nur. Moment.
jetzt kenne ich mich genau aus. Wer war eigentlich am Freitag hier in meinem Haus mit dir? Den kennst du nicht. So, den kenne ich nicht. Na. Der Bös Müller war's. Das kannst du gar nicht wissen. Was ist denn das? Ein Taschentuch. Und zwar eins von meinen. Das hat dieser Herr Bös Müller, wie er hier war, einfach mitgehen lassen. Das war versehen wahrscheinlich. Ja, versehen, geh. Na, was sagst du jetzt? Und mit sowas liegt deine Tochter im Bett. Hat dieser Herr Bös Müller schon ein Geständnis abgelegt? Geständnis, Geständnis. Das ist jetzt alles nur noch eine Frage der Zeit. Dann ist doch dieser Mord noch gar nicht bewiesen. Reg dich wieder ab. Ich will nicht. Seid fertig. Zum Schwitzen. Es ist gerade durchaus. Kannst nicht anklopfen. Ist der Frau hinter dir her? Na. Diana ist tot. Versteh dich nicht. Ermordet, verstehst du jetzt? Mordet? In der Aue unten, im Holzschlagplatz. Geh, mach deinen Witz. Ich schmeiß einmal ausgegangen. Ja, aber der Bösmüller hat das. Der Bösmüller hat dich an der Marie verhofft, in der Früh schon. Und die wirklich tot ist. Dann hat er sie aber gestern auf die Nacht ganz schön verdächtig gemacht. Ich muss jetzt auf jeden Fall haben. Geh, warte auf mich, bin gleich fertig! Sofort doch! Gustav! Moin, Freund Silvia. Bin kein Fräulein, lass mich vorbei. Wissen Sie schon, was passiert ist? Ja, das weiß ich, aber jetzt lass mich vorbei, sonst passiert noch was. Was wüssten Sie überhaupt? Horchen, zuschauen. Was anderes hat ja in deinem Kopf nicht Platz. Ich verstehe sie nicht, Fräulein Silvia. Aber geht, das weiß doch auch jeder Mord, dass du fleißig an Liebespaare vermietest, damit du auf deine Kosten kommst. Das wissen alle. Für sonst was reicht's ja nicht bei dir. Der Herr hat bis dahin immer noch spioniert. Der Herr? Wieso? Der Herr? Gestern Abend bist du auch nachgegangen. Nein. Nachgegangen bist du? Nein, das hat niemand gesehen. Beiden bist du nachgeschlichen. Das hat niemand gesehen. Und dann hat Diana mit dem Bösen zu streiten angefangen? Und allein mit dir hast du dir nicht zu helfen gewusst? Das hat niemand gesehen. So war's doch. Das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Entschuldigung, Freund Silvia, das hab ich nicht wollen. Schau dir das an, du Idiot! Bitte nicht schimpfen, Freund Silvia. Du darfst doch! Nicht schreien, Freund Silvia! Nicht schreien! Nicht schreien! Nicht schreien! Nicht schreien! Nicht schreien! Erich, wo ist denn Erich? Was hast du denn da gemacht? Hey, bist du verrückt von der Idiot? Was hast du denn da gemacht? Was bist du denn da rüber gegangen? Was hast du denn da wollen? Die Silvia hat mich gesehen gestern. In der Au, mit der Erna. Mit der Erna? Das kann ich nicht schimmern. Die Silvia war die ganze Zeit bei mir in der Gaststube. Was? Warum hast du denn so gedreht? Ja, was? Sag mal, da war das wirklich Blut auf dem Mantel? Ja, was hast du denn gemacht, die Erna? Ich hab euch ja gar nichts. Ich hab nur nicht gewusst. Du, haben wir denn nicht mehr zugeredet? Haben wir denn nicht mehr drauf vernünftig gesehen? Und jetzt sind da alle nachspionieren. Ich hab die verdammten Weiber. Was für eine Strafe, was hab ich denn gemacht? Ich rufe jetzt die Polizei an, Mama. Die Polizei? Auf keinen Fall, Erich. Du bleibst doch. Du bleibst doch bei mir. Verstehst? Ich bleib nicht allein in dem Haus. Und die Silber? Die schaffst weg, dann passiert nichts. Komm, hilf dir dabei. Also komm schon! Und die Zukunft warst mehr auf mich. Verstehst? Mit dem Auto bringst du sie weg. Dann macht endlich weiter! Das saft jetzt auf Höhe. Wollt ihr einen Abschluss haben und soll wacheln? Ja, wenn es gern stehst. Ja, ich hab nichts dagegen. Ich muss eh meinen finnischen Waschel ausprobieren. Was? Meinen finnischen Waschel? Der wird sicher klasse werden. Ich hab mir den Waschel direkt aus Turku schicken müssen. Ah, oh, zeig mal her, dein Wunderwaschel. Ja, du. Na, ja, wo ist denn jetzt der Waschel? Ich bin da gerade hochgebracht. Wo ist er denn? Der Waschel. Na, wo? Ah, der Schrenzer sitzt wahrscheinlich drauf. Na, wo der drauf sitzt, da wächst kein Waschel mehr. Dann gehen wir auf die Tür zu diesem Ofen. Da sitzen Sie jetzt auf meinem Waschel. Na, komm, schön, du stehst doch auf. Ich will nicht aufstehen. Der sitzt drauf. Du gehst eine zu kindisch. Steh auf, gib ihm seinen blöden finnischen Waschel. Was ist? Ist was? Da ist noch ein Toter gefunden worden. Wann? Vor einer halben Stunde. Und? Wo ist eure Mordkommission? Schon am Tatort. Waren die noch gar nicht weg? Die waren auf dem Posten beim Feuer.
dann fahren Sie vor. Ich habe ja gesagt, schnall dich an. Jetzt bin ich eh angeschnallt, aber. Pass aber! Sollen Ihre Gurten genauso gut halten? Wie es heißt, weiß ich nicht. Ja, wie es heißt, wissen wir schon. Coronex Silvia. Aha. Die ist noch nicht lang tot. Ja, in der Früh haben wir die Tote sicherlich nicht übersehen. Na, wenn das stimmt, kann ich meine zwei Verdächtigen gleich wegschmeißen. Da waren sie in beiden Fällen der gleiche Täter. Dankeschön. Wir sind gerade nur rechtzeitig von vorher daher gerufen worden. Was verstehst du unter rechtzeitig? Der Bösmüller war kurz vor dem Geständnis. Das habe ich gesehen. Und die Schleifspuren? Die sind aus einem Auto ausgeladen worden. Was? Ihre Tochter weil die schaut nicht schön aus. Was macht's denn ihr da? Ich hab doch gesagt, ihr sollt zu Hause bleiben. Wir wollten einen Spaziergang machen. Wisst ihr schon, wo die gewohnt hat? Immer noch bei ihren Eltern. Ich hab schon Arbeit von meinen Leuten dort. Aha, da werdet ihr nicht viel erfahren. Wir sollten lieber ins Wirtshaus schauen. Sie hat nämlich von gestern auf heute übernachtet. Warum? Sie wird sich gefürcht haben, allein im Bett. Da hat sie sich einen Eisenbahner für die Nacht genommen. Meinen Sie den Peschiner? Genau. Der Peschiner ist verheiratet. Oh nein. Wo wohnt denn dieser Peschiner? Auf der Hauptstraße, Nummer 23, glaube ich. Auf jeden Fall gleich neben der Milchsammelstelle. Na, dann schauen wir uns den Herrn einmal an. Oder magst du nicht mehr? Doch, doch, ist ja mein Hobby. Fast mit mir? Ja. Na komm. Und was passiert mit dem Herrn Bösmüller? Willst du dich beschweren? Was ist denn das? Gefallen? Also in mein Haus wird der jetzt nicht eingeladen. Dann in meins. Also passt auf, bei dem Mädchen von heute früh waren da Blutspuren. Also müssen auf die Kleider von dem Täter auch Blutspuren sein. Der Obdachlose hat nichts angehabt und beim Bösmüller erst recht nicht. Und das Gewand hat er nicht wechseln können, weil er nicht in der Kaserne war. Ja, müssen wir beim Peschen schauen, ob er am Rock hat auf der Hose was drauf ist. Ne? Sag einmal, hast du deinen Krachen immer dabei? Immer. Herr Peschiner, kommen Sie raus! Das Haus ist umstellt! Ja, und jetzt? Die werden mich nicht lang spülen. Machen Sie auf! Sonst brechen wir die Tür auf! Machen Sie auf! Das ist die letzte Aufforderung! Oder wir brechen die Tür auf! Au! Komm! Peschiner, kommen Sie raus! Wo sind Sie? Polizei! Kommen Sie her! Was machen Sie da? Was machen Sie da? Ich hab gefragt. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich wohne da. Und wo kommen Sie jetzt so plötzlich daher? Aus Gartendiel, haben wir ein Bier geholt. Sie wissen wahrscheinlich, dass gestern am späten Nachmittag oder am Abend in der Au ein Mord passiert ist. Und jetzt wollen Sie wissen, wo ich die ganze Zeit war? Ja. Und deswegen rucken Sie da mit 100 Kiewer rein. Aber bei mir nicht. Bei mir geht das nicht rein. Gut. Ich war den ganzen Nachmittag im Wirtshaus und am Abend auch. Und übernachtet haben sie auch im Wirtshaus. Die wissen eh alles. Ich hab im Wirtshaus geschlafen. Das war ein Koronik, kann das bestätigen. Die war die ganze Zeit bei mir. Scheint's. Na, prüfen Sie es ruhig nach. Aber mit viel Diskretion, damit die Frau nichts merkt. Warum wollte ich sie gerade suchen? Ihr Alibi ist tot. Vor einer Stunde hat man die Frau Koronik in der Au gefunden. Ermordet. Blödsinn. Drehen Sie noch da einmal um. Was soll das? Geh, sind so lieb, ja? Haben Sie das gestern auch angehabt? Ja. Und der Mantel? Der Mantel? Der hängt noch beim Wirten. Ah, darf ich den übernehmen? Wenn's du willst. Na und ich? Ich hab noch eine Menge Fragen, aber im Haus, da ist mir zu kalt. Komm, gehen wir. Mach keine Geschichten. Eine damit. Halt ist zu. Ah, Sie sind der Inspektor. Inspektor gibt's keinen. Komm jetzt näher rein. Ja. Was soll's denn sein? Ah, zum Trinken nichts. Der Peschiner hat seinen Mantel vergessen, den wollte ich abholen. Da ist kein Mantel. Aber vielleicht am Zimmer. Könnt ihr mal nach. Nein, nein, bring ihm schon, wenn er da ist. Aha, danke. Sie haben recht gehabt. Der Peschiner hat ihn wirklich vergessen. Oh, danke. Kann ich Sie zu gar nichts verführen? Ah, heute nicht. Also, wiederschauen. Wiederschauen. Sagen Sie, Ihr Sohn ist noch nicht da. Der hat sich hingelegt. Der legt sich am Sonntagnachmittag, wenn wir zugesperrt haben, immer ein bisschen nieder. Also nochmals, Dankeschön. Bitte schön. Was hat er denn wollen? Der depperte Peschiner hat seinen Mantel oben vergessen.
Und sonst haben Sie nichts wollen? Nein, du brauchst keine Angst haben. Haben Sie die Silvia schon gefunden? Das weiß ich nicht. Hätte ich die Polizei fragen sollen? Wir sehen, wenn du vernünftig bist, passiert da nichts. Und das Zimmer vermieten, das geben wir auf. Ja, ich habe aber Angst. Das brauchst du nicht. Pass auf dich. Auf mich musst du hören. Dann holst du dich nicht ab. Der Mantel im Hof wird sicher dem Wirt gehören. Ich kenne den Mantel. Ja? Er gehört dem Wirt. Na, auf was warten wir da noch? Bist schon wieder hudeln? Schrammel, Schrammel. Immer wieder sage ich dir, so geht das nicht. Erstens haben wir hier nichts zum Sagen. Zweitens willst du jeden verhaften, der einen gewaschenen Mantel hat? Ein Mantel ist ja gerade jetzt gewaschen worden. Wir finden sicher trotzdem noch Spuren. Wenn er ihn doch gut genug gewaschen hat, dann sind wir die Blamierten. Wir können ja das Auto kontrollieren. Wenn er die Koronek mit dem Wagen in die A geführt hat. Sag, Moment, kann denn der Todl überhaupt Auto fahren? Bei uns kriegt er jeder Blinde einen Führerschein, wenn er nur oft genug zur Prüfung antritt. Ich habe auch einen. Mir fällt da plötzlich was ein. Der Wirt, der gilt doch hier in der Gegend so ein bisschen als Spanner. Als Voyeur, meinst du? Ui. Andererseits, den Ruf hat er schon lang. Ja, und was weiß man über seine Mutter? Ihr Mann war beim Schickelgraber Obersturmbahnführer, eine alte Nazis, ist irgendwo verschollen. Den Burben hat's von einem Amerikaner. Ja, wie der gehört hat, dass ihr Kind von ihm erwartet, da hat er sich schnell. Pst. Seither lebt's à la carte. Männer hat er genug. Aber keinen bestimmten. Oh doch. Einen hat's. Und den will's auch behalten. Und was wollen Sie jetzt machen? Ich? Nichts. Ich darf auch nicht. Der Pilz trifft hier die Entscheidungen. Ich könnte Ihnen höchstens einen Vorschlag machen. Wer ist denn das wieder? Jetzt holen Sie mich. Nein, red kein Blech. Die Leute in den Nest können nicht einmal lesen. Heute ist Ruhetag. Entschuldigen Sie. Ich weiß nicht, das wird jetzt halb so. Wir wollten gerne ein Zimmer beinahe. Zimmer wollen Sie? Sie vermieten doch Zimmer. Eigentlich nimmer. Draußen steht angeschrieben, Fremdenzimmer. Ja, aber die Zimmer sind alle vergeben. Wollen die Herrschaften lange bleiben? Wollen wir lang bleiben? Nein. Da fällt mir ein, das Zweierzimmer ist heute in der Früh frei wollen. Wenn Sie es sich anschauen wollen. Nicht notwendig. Wir nehmen es auf jeden Fall. Ja. Also gut. Die Zimmer sind hinten. In den Hof. Der Schlüssel steckt. Danke. Zimmer 2. Wer war denn das? Fremde. Hast du ihnen das Zimmer vermietet? Ja. Und? Und die sind nicht von da? Na, da muss ich hin, wenn sie nicht von da sind. Da bleibst. Sei vernünftig. Ich mach nichts, Mama. Ehrenwort. Du kannst doch nicht schon wieder anfangen. Auf mich musst du horchen. Lass mich aus. Auslassen sollst du mich. Bleib da. Sehr schönes Zimmer ist das aber nicht. Ja, sehr schönes Zimmer habe ich nicht versprochen. Ein schönes Bett gibt's. Hugo? Jetzt? Was jetzt? Du musst dich nicht ausziehen. Doch. So viel Zeit haben wir nicht. Tag. Tag. Wir haben zugesperrt. Ja, wir können lesen. Wir bleiben trotzdem da. Ist Ihr Sohn schon hinten bei den Zimmern? Was? Vor der Tür. Spechteln. Was wollen Sie denn vom Erich? Was wissen Sie doch eh?
Sie wissen doch eh, dass er die Erna Bär umgebracht hat. Und die Silvia Coroni. Was Sie nicht wissen, ist, dass die Herrschaften, die jetzt hinten im Zimmer sind, die Frau Kottan und den Beamter der Mordkommission sind. Die Frau von Kottan, die war noch nie bei mir im Wirtshaus. Da bleiben Sie bitte. Weil der Sohn wird eh jeden Moment rüberkommen. Ja, wenn Sie sicher sind, warum verhaften Sie ihn dann nicht ganz normal? Weil wir keinen sicheren Beweis haben. Und daran sind Sie wahrscheinlich eh schuld. Also ein Beweis wird Ihre ganze Theatervorstellung dann niemals. Na, aber eine gute Basis für ein Geständnis. Ist das alles? Ja, jetzt bist du dran. Hm? Ich glaube, das reicht. Die Polizei muss jeden Moment da sein. Ich weiß nicht. So lange kann mein Mann ja gar nicht brauchen. Scheint ja mal wie zu verständigen. Der Wirt wird Augen machen, wenn er erfährt, dass die Silvia gar nicht tot ist. Es hat funktioniert. Also ist unsere Vorstellung aus. Mord im Mietshaus mit Luise Martini und Peter Vogel. Ein Exklusivhörspiel von Hör mal zu, Hörspiele und Co. Die Rente muss ich austragen. Wenn ich jetzt Monat austragen. Nachmittag? Warum stehen Sie nicht früher auf? Arbeitslos war ich am Vormittag auch nicht. Aber zuerst kommt immer noch mein eigener Reo. Der Kummerig, der was der normale Zusteller ist, der ist krank. Das weiß jeder, der krank ist. Vormittag war ich schon Student da mit der normalen Post. Was hat denn der Kummerig? Weiß ich nicht. Vielleicht Angst? Angst? Vor was? Aber nicht so viel Geld, wenn man da mal rennt. Ich hab auch immer mein Würstel bei mir. Oh. Für mich ist nichts, Matulase. Nein, ich komme ja mit dem Geld. Ja, warte für Geld. Sind Sie leicht schon in der Renten? Renten haben Sie gefallen, ich war gerade 37. Wollen Sie einen Schnaps? Ja. Bitte, ist eh so kalt. Komm also. Renten ist schlecht. Prost. Prost. Gut, Lisa. Schönes Aquarium haben Sie da. Wollen Sie da einen Moment hintersetzen? Ja. Goldhamster habe ich auch, aber der schläft beim Tag. Nicht schlecht, das Aquarium. Sie sehen ja gar nichts. Warten Sie schon an die Beleuchtung. Eigentlich besser als wäre ein Farbfernseher. Die Fische da kenne ich, das sind Skalare. Und das dort, das ist ein Fetzenfisch. Ein Kampffisch ist das. Sie haben vielleicht von was eine Ahnung. Dafür kenne ich mich bei Sittich aus. Ich habe nämlich zwei daheim. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht die Sittich-Krankheit kriegen. Von den Fisch kriegt man jedenfalls nichts. Also jetzt trinken Sie nur ein Stamperl zum Durchreißen. Naja, einer geht noch. Die Frau Kleiner, die Gertrude Kleiner, wohnt die oben im ersten Stock oder noch da im Parterre? Na, geh mit Ihnen. Da wird Stirn runter und dann rechts. Sind Sie eh vorbeigegangen. Aber müssen es lang leiten, weil die hört schlecht, die Alte. Die Klingel ist jedenfalls hin. Was mache ich jetzt? Pumpen müssen es. Wer nichts ist und wer nichts kann, geht zur Post und Eisenbahn. Hören Sie. Das ist schon fester. Geh mal zu den Fuß. Aber ich kann doch nicht in dir eintreten. Warten Sie, bescheid der gute Schwab. Ich gehe öfter für die Kleine einkaufen. Ist was? Jetzt.
Ich hört wieder nichts, die Alte. Habt ihr es heute schon gesehen? Nein, ich war heute mal gar nicht herunten. Ich hab gedacht, wenn zum Fleischhauer gehen und auf den Markt. Daheim ist's. Muss ja daheim sein, weil das Licht brennt. Ach Gott, Mann, was, ich schreibe einen Zettel, wie soll das Geld von der Post abholen? Meine Zeit auch nicht gestohlen. Vielleicht hat sie das Fenster auf die Gassen offen. Wenn's das offen hat, da hört's nämlich nie was. Also wo ist das Fenster? Warten Sie, zeig's Ihnen. Mal schauen, ob die Fenster wirklich offen sind. Da ist das Fenster. Das Fenster ist wirklich offen bei der Kälte. Naja. Dann halten Sie mir mal die Tasche einen Moment. Da liegt jemand am Boden. Die Frau muss schlecht worden sein. Hat da jemand ein Telefon im Haus? Im Haus? Nur der Architekt Lustig im ersten Stock, aber der ist jetzt bestimmt nicht daheim. Da beim Friseur können Sie telefonieren. Ah ja, gut. Na, Kaffee. Sie war von nix eine Ahnung, aber reden, hä? Lustig ist doch kein Architekt. Na, was ist er denn? Was er wirklich ist, das weiß ich auch nicht. Alle Leute im Haus sagen, dass er Architekt ist. Ist er aber nicht. Auf jeden Fall ist er ein Tütütü. Die ist Hedigin. Wieso? Denkt man's halt. Kann man bei ihm telefonieren? Ja, und zwar verschiedene. Ja. Ja, hallo? Ja, grüß Gott, ist dort die Rettung? Ja, ja, da ist Lerch, Briefträger. Die Rettung muss jeden Moment da sein. Wir sollen bei der Wohnungstür warten. Gibt es einen Schlüssel zu der Wohnung von dem Kleiner? Freilich gibt es einen Schlüssel zu der Wohnung. Na, und wo ist der Schlüssel? Den hat die Kleiner selber. Gibt es keinen zweiten Schlüssel? Ich hab jedenfalls keine Schlüssel von den Hausparteien. Den hätte ich noch freiwillig auch keiner einen Schlüssel geben. Wissen Sie was? Da! Was da? Da? Da brummst du immer her in der Hund. Bitte das? Das ist die Jugoslawin, die immer bei der Kleiner zusammenrammt oder fast immer. Im ganzen Haus wohnen schon mehr Jugoslawen wie Wiener. Na, sperren Sie auf! Warten Sie, lassen Sie mich. Die ist wirklich tot. Und dann kann ich ja gleich die Funkstreifen anrufen gehen. Die ist nicht von der Land gestorben. Der Stochen. Das ist der Opa. Das ist ein schlechter Rätsel. Der Kotan vom Mord. Wer? Der Kotan vom Mord. Ich muss jetzt gehen. Ich bin schon eineinhalb Stunden hier. Ja, das ist in Ordnung. Haben wir aufgenommen. Also macht's Platz, Leidl, oder muss ich erst den Hund holen? Der kriegt aber von mir gleich einen Tritt. Komm rein, bitte. Doch. Über die genaue Tatzeit kann man noch nichts sagen. Und das vorläufige Protokoll hat die Funkstreife. An der Toten ist nichts verändert worden. Irgendwas Auffälliges? Bis jetzt nicht. Wer hat die Tote überhaupt gefunden? Ja, das waren eigentlich gleich vier. Die Schwab, die wohnt im Haus im zweiten Stock. Dann die Hausbesorgerin, die Matula, der Briefträger. Eine Jugoslawin, die zum Aufräumen kommt. Eine Jugoslawin? Ja. Den Briefträger haben wir ja weggeschickt. Ja, den haben wir weggeschickt, ja. Jetzt holen Sie mal die Hausbesorgerin, dann die Frau... Schwab? Ja, und die Jugoslawin, die nehmen wir mit. Ja? Ja. Also was ist? Wird die noch nicht bald geholt? Heute um 15.30 Uhr wurde die 59-jährige Pensionistin Gertrude Klenner in ihrer Wohnung in Wien 20, Hartlgasse 16a, tot aufgefunden. Die Polizisten der Funkstreife Jonathan alarmierten die Mordkommission. Das Wohnzimmer, in dem die Tote gefunden wurde, war ziemlich verwüstet. Der Rettungsarzt, der gleichzeitig mit der Funkstreife eingetroffen ist, stellte fest, dass die Pensionistin mit einem Schraubenzieher erstochen worden ist. Reden Sie nur drauf los.
Auf Buffet wird das nichts. Sie sind, was ich gehört habe, für die Kleiner regelmäßig einkaufen gegangen. Ja, so. Aber in der letzten Zeit nimmer mehr so oft. Die Kleine hat nämlich öfter die Jugoslawen geschickt, die er bei ihr zusammengerammt hat. Wissen Sie, dass die Kleine zwei Häuser in Stadtlau hat? Gehabt hat. Ja, das weiß ja jeder. Wohnt die Jugoslawin, die statt innen einkaufen gegangen ist, in einem der beiden Häuser in Stadtlau? Sicher weiß ich das nicht. Aber ich nehme es an. Weil in unserem Haus wohnt es nicht. Obwohl bei uns auch schon genug Jugoslawen wohnen. Riechen Sie das nicht? Entweder es stinkt im ganzen Haus nach Gemüse oder nach Schliegowitz. Die machen nämlich alles mit Schliegowitz. Kochen und Stirn aufwaschen, glaube ich auch. Wissen Sie, ob die, können Sie mal ein bisschen aufhören, ja? Wissen Sie, ob die Kleine in ihrer Wohnung Geld gehabt hat, so Sparkassenbücher etc. etc.? Ich glaube schon. Haben Sie nichts gefunden? Wer wohnt denn noch im zweiten Stock? Der Doblik. Herz? Geh weg! Hassan! Da drüben ist die Kuchereck oft, da tut die wenigsten Leute hinkommen. Oh. Komm! Dort wird's sein. Der Grabzimmer. Geh's her! Was macht's? Grab! Was machen Sie denn da? Nix, was soll ich machen? Wir sind von der Polizei. Ah, Sie kommen wegen dem Mord. Weswegen sonst? Frau Kuchereck, wo sind Sie gestern am Nachmittag gewesen? In Stammersdorf. Gleich nach Mittag bin ich gefahren vom Wallensteinplatz weg mit dem 231er. Was haben Sie denn in Stammersdorf zu tun gehabt? Ist das wichtig? Das ist wichtig. Mein Mann habe ich besucht. Den besuche ich fast jeden Tag, wenn es ausgeht. Was macht Ihr Mann denn in Stammersdorf? Laut Einwohner Meldeamt ist er nämlich nicht bei Ihnen gemeldet. Warum wohnt er denn woanders? Der Herbert ist tot. In Stammersdorf ist der Friedhof. Der Herbert ist schon seit 3 Jahren tot. Im September war er 79 geworden. Ich bin jetzt auch schon 74. Ich besuche ihn fast jeden Tag, wenn es ausgeht. Entschuldigen Sie. Das ist nicht so schlimm. Halten Sie da ein bisschen. Die brauche ich für die Blumen. Kennen Sie, haben Sie die Kleine gekannt? Na, freilich kenne ich die. Sie wohnt ja schräg unter mir. Aha. Na, halten Sie doch, das sage ich anständig. Sie zieht dann ja bald mehr wie ich. Kuchereck, geh. Halt du das, du hast selber Blumen. Haben Sie die Kleine näher gekannt, besser gekannt oder nur so? Na ja, so besonders gut habe ich es auch nicht kennt. Und sie hat sich auch nicht viel um die anderen Hausparteien geschert. Und außerdem hat sie ja sowieso andauernd Besuch gehabt. Von den Gastarbeiter? Ah, das wissen sie eh schon. Na, dann wissen sie ja, warum die immer gekommen sind, die Ausländer. Selbstverständlich. Die Miete abliefern. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Was? So, fertig. So, jetzt brauche ich noch ein Holz. Dort vorne ist das. Wie im Gegenteil? Die Jugoslawen sind ja nur dann gekommen, wenn sie kein Geld gehabt haben, was hätten abliefern sollen. Die Kleine hat die Jugos den Zins bei ihr abarbeiten lassen. Wenigstens teilweise, so war das. Sie meinen, die Frau hat... Sie hat sich die Miete... Na, sagen wir, mit Liebesdiensten bezahlen lassen? Ja, fast jeden Tag war jemand bei ihr in der Wohnung. Fast jeden Tag. Frau Kuchereck, woher wollen Sie das eigentlich so genau wissen? Hm? Die anderen Leute vom Haus, die haben ja die Jugoslawen zwar auch gesehen, aber
Sie haben alle offenbar keine Ahnung gehabt. Na, ich hab halt eine Ahnung gehabt. Aha. Woher wollen Sie das wissen, wenn es nicht erfunden ist? Hat Ihnen die Kleiner das selber gesagt? Nein, nicht gesagt. Mit der habe ich ja nichts geredet. Aber ich hab da meine Wohnung ganz in der Nähe. Und das alte Ferkel war ja nicht einmal leise. Haben Sie die Jugoslawen persönlich gesehen? Sicher, ich hab meine Wohnungstür immer offen, wenn ich daheim bin. Ich hab ja nur das eine Zimmer, das Kabinett. Und da ist das Stiegenhaus sozusagen mein Vorzimmer. Würden Sie die Besucher eventuell beschreiben können? Würden Sie einige wiedererkennen? Ja, vielleicht, aber ganz sicher bin ich nicht. Schaut da jeder gleich aus. Vielleicht hat's einen Freund. Das mir scheint, die reden von mir. Ich meine nur das Rotschen im Kopf. Den ganzen Tag geht ihnen die Schnodern. Und was ist mit Ihnen? Warum ist bei Ihnen den ganzen Tag die Wohnungstür offen? Ich bin immerhin nur die Hausmeisterin da. Aber vielleicht nicht mehr lang. Wer sagt das? Was soll das heißen? Der will sich da nur ärgern. Sie fahren immer rein in den ganzen Geschäft. Ah, da schau ich, aber die Post ist auch wieder im Haus. Machen Sie ein Wirtshaus auf, Frau Matula. Halten Sie die Guschen. Ist das Ihnen euer Aufpasser, zusätzlich zum Hund? Jetzt halten Sie die Guschen. Sie! Wären Sie nicht rabiat? Eine Mord in dem Haus ist genug. Was soll denn das jetzt heißen? Na was? Wollt ihr vielleicht sagen, ich mit Mordern erkennen was tun? Das haben aber jetzt Sie gesagt. Die alte Schreckschramm soll sie über die Häuser hauen. Sie sind ja betrunken. Ihnen müsst mir die Uniform ausziehen, aber auf der Stelle. Aber nur, dass man sie noch als Knebe ins Meer stoppt. Jetzt reicht's aber. Jetzt scheint das weiterkommen. Mein Haus kann ich keinen Wirbel brauchen, da schaue ich drauf. Ich stehe in den Haus da, wo ich will, wann ich will und wie lange ich will. Merken Sie Ihnen das? Und zweitens, wenn schon so viel aufpassen, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, wo der Blumosus von der Frau Kucharek gekommen ist, der da immer auf dem Fensterbrett gestanden ist. Der ist in Hof übersiedelt, zu die Kolonia gekommen. Zu die Mist gekommen? Wieso? Ich bin ja 100-mal gesagt, dass der Blumosus am Fensterbrettel nichts verloren hat. Glauben Sie, er redet für die Luft? Ja, aber wo soll ich denn sonst hinstehen in meinem kleinen Zimmer? Da ist ja kein Platz mehr. Setzen Sie ihn halt am Friedhof ein, dort sind Sie eh schon so gut wie zu Hause. Eine Stunde später an der Wohnungstür von Frau Kucharek. Wer ist die? Wer ist ich? Na, ich der Dobli. Ah, Sie? Ja, na, Sie schon. Na, ging jetzt nur weiter. Was gibt's denn? Ich hab da Listen zusammengeschickt. Vielleicht unterschreiben Sie auch. Ja, was geht's denn? Na, warten Sie, lese Ihnen vor. Sehr geehrter Herr Dr. Eister, die unterzeichneten Parteien des Hauses Hartlgasse 16a fordern die Hausverwaltung auf, den dieses Monat irrtümlich zu viel einbehaltenen Zins zurückzuzahlen oder bei der nächsten Zinsverschreibung gutzuschreiben. Naja, sie war wirklich hoch diesmal. Glauben Sie, dass das irrtümlich gewesen ist? Nein, aber ich glaube, dass das besser so ist, wenn ich das auch so schreibe. Hm. Wer hat denn schon alle unterschrieben? Na, ich hab mir gedacht, ich fang bei Ihnen an. So. Unterschreiben's? Na, freilich unterschreibe ich. Wo hab ich denn meine Brühe? Da. So. Wo muss ich denn? Ja, der Hausherr soll nur merken, dass er nicht machen kann mit uns, was er will. Ah, da, ich seh schon. Haben Sie keine Angst? Na, vor was denn? Die Frau Schwab hat Angst. Ja, weil es deppert ist. So. So. Also, ich danke Sie. Ja. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na? Ja, das ist eine Wissenschaft, das die aufmachen. So. Wiedersehen. Wiedersehen. Der junge Student Doblik geht nach oben zum Architekten Lustig für eine weitere Unterschrift. Ja? Guten Abend. Abend. Na, tschüss. Ich wollte nur fragen, ob Sie mir da auch unterschreiben wollen. Das ist ja ein ganzer Roman. Ich muss da rein, einen Moment.
Das unterschreibe ich nicht. Warum nicht? Haben Sie das Gefühl, dass eh alles in Ordnung war? Nein, aber mein Gott, deswegen kann man doch nicht gleich so aufgeblasene Aktion starten. Geht doch auch anders. Wie? Tja, das weiß ich nicht. So jedenfalls nicht. Muss ich doch was Besseres finden lassen. Haben Sie was gefunden? Tja, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich meine, ob Sie vorher was gefunden haben? Unten? Unten? Was wollen Sie? Gar nichts. Was rennst du denn dann so daher? Gar nichts? Naja, vielleicht eine Unterschrift. Na? Hoffentlich haben Sie es gefunden, was Sie gesucht haben. Was soll ich denn gesucht haben? Lassen Sie mir aus. Was haben Sie denn gesehen? Kann ich von Ihnen aus anrufen. Wer wollte Sie denn anrufen? Na, wohin? Polizei? Den Hausherrn. Darf ich? Der nächste Morgen. Frau Schwab bringt den Nachttopf ihres Mannes in den Flur, denn dort ist nur eine Toilette für alle Mieter des Stockwerkes. Was ist denn? Der Doppelig. Mit weit offenen Augen und mausetot liegt der Student Doblik erschlagen in der Toilette. Herr Bezirksinspektor, ja, kennen Sie mich noch? Woher? Meier ist mein Name, ich war in Ihrer Gruppe. Ja, der Meier. Zweiten Stock, Inspektor. Inspektor gibt's keinen. Zweiter Stock. Die Kleiner war ja bequemer gleich. Sie haben ihn gefunden? Ja. So um 6:30. Haben Sie ihn gestern noch gesehen? Ja. Ja, am Abend. Und später habe ich ihn dann noch gehört. Wie gehört? Klavier spielen. Der hat so schön Klavier spielen. Aber der Doblik hat doch nicht allein gewohnt. Seine Freundin. Wo ist denn die? Wir haben eh schon pumpert, die Frau Kramanitsch und ich. Was macht niemand auf für einen Inspektor? Inspektor gibt's keinen. Auf der Gendarmerie überprüft man derzeit den Telefonanschluss der verstorbenen Frau Klenner und jede Nummer, die sie angerufen hat. Da fällt dem Polizeibeamten auf, dass eine Nummer aus dem Haus stammt. Lustig alles? Das ist das in der Hadelgasse 16a? Ich wäre wahnsinnig. Ja, Anlageberatung. Danke, Franz. Danke. Ja, ich komm schon. Ja, komm schon, Moment. Guten Morgen. Was wollen Sie denn? Polizei. Polizei? Ja. Ja, aber Entschuldigung, ich war doch gestern erst wieder da. Ja, um die Angelegenheit handelt es sich auch noch immer. Also sind Sie nicht weitergekommen, oder? Komm eigentlich nicht so. Kann ich weiterkommen? Setzt euch. So, jetzt reden wir mal gescheit. Kapiert? Wir wissen doch, dass du Deutsch kannst aus der Firma. Es nützt dir überhaupt nichts, wenn du dich jetzt deppert stellst. Du müsse mit mir nicht schreien. Müsse nicht. Außerdem nix du, verstehst? Und jetzt red Deutsch, aber Dalli. Wann warst du vorgestern in der Wohnung von der Ermordeten? Du warst doch dort. Ja. Und wann? Um 11 Uhr. Und was war da? Nix. Nix, nix, fang nicht schon wieder an. Wie immer. Was wie immer? Sie wissen doch. Wir wissen. Kurz vor Mittag, ja, ich gehe weg. Geh. Geh. Ist wahr.
Die Kleiner war natürlich bumperl gesund. Ich habe nichts gemacht. Nichts gemacht. Du nichts gemacht. Frau kaputt, du nichts gemacht. Heilige Geist gemacht. 2733, das ist Ihre? Ja, das ist meine. Privat. Im Haus. Aber die steht doch in Ihrem Telefonbuch. Ja, da steht sie auch drin. Was ist das? Ein Kalender ist es. Und da steht Ihre Telefonnummer drinnen. Na und? Der hat der ermordeten Gertrude Kleiner gehört. Können Sie sich jetzt vorstellen, warum Sie da drin stehen? Nein. Ah, ja, richtig. Das haben Sie dem Inspektor gestern gesagt, dass Sie mit der Frau nichts zu tun gehabt haben. Praktisch. Eben. Sie stehen aber trotzdem hier drinnen, ne? Sie sind Anlageberater. Jetzt hören Sie auf, wegen der paar Tausend, die wir da halten. Sie haben also mit der Frau geschäftliche Verbindungen gehabt? Lächerlich. Das haben Sie aber gestern dem Inspektor nicht gesagt. Kann ich bei Ihnen telefonieren? Bitte. Warte Sie mal. Sagen Sie, was spüren Sie eigentlich mit den Karten? Plötzlich sieht Schremser die Mordlust in den Augen von Lustig und greift schnell zum Telefonhörer. Herr Schremser, hier gibt's mir einen Fiebig. Fiebig braucht den Wagen 2, Hartlgasse 16a, Tür Nummer 19. Lustig. Dringend. Danke. Ziehen Sie nach. 2 Minuten sind die Herren da. Wieso denn? Was ist los? Wir haben in dem Kalender noch eine zweite Telefonnummer gefunden. Von einem Herrn Buchinger. Ein Anlageberater, ein Kollege von Ihnen. Und von dem haben wir die Information, dass die Frau Kleiner bei ihm 500.000 Schilling angelegt hat. Lauter schwarzes Geld von ihren Häusern. Die hat sehr glas verdient. Und wir haben von ihm die Information, dass er nicht der Einzige war, bei dem sie Geld angelegt hat. Aber von ihm hat sie Unterlagen verlangt und bekommen. Von ihnen hat sie es auch verlangt. Und nicht bekommen. Weil sie es nicht gehabt haben, das Geld. Weil sie es verspült haben. Kennen Sie einen Herrn Doblek? Von wem ist das Blut da? Doch kein Blut. Kein Blut. Wenn wir sehr schnell feststellen, unser Erkennungsdienst hat das gleich. Das war ein Unfall. Kriminalinspektor Kotter! Ein Telefonat bei mir drüben im Lokal. Was für mich? Wer kann denn das sein? Halt die zwei da, ich komme gleich wieder. Dann gehen wir wieder zurück. Wo ist das Telefon? Da, bitte. Danke. Kotan? Wer hat gestanden? Den kenne ich. Das weiß ich eh, ich habe selber mit ihm geredet. Alles unterschlagen. Wir fahren gleich nicht durch. Danke. Was ist? Erledigt. Na, was ist erledigt? Der Schremser hat schon ein Geständnis. Verstehe nicht. Ich auch nicht, jedenfalls nicht gern. Ich erklär's dir gleich. Na, und was ist mit den zwei Jugos da drum? Sie nehmen wir mit. Warum? Diebstahl. Versuchter Diebstahl. Aufgeklärt ist der Fall, ja. Die Polizeibeamten steigen ins Fahrzeug. Wie immer schnallt sich der Inspektor nicht an. Also einmal nicht angeschnallt und schon haben wir sie die Birnen an. Fahren nach. Sowas. Und jetzt langsam stehen bleiben. Stehen bleiben! Fenster runter. Du Trottel! Das willst du wieder nach.
Ba-da-b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 a